Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es um den Funky, um den Sparky, wie man ihn richtig kontert und wie man sich gegen den Sparky richtig verhält. Bevor ich jetzt mit einigen Tipps und Tricks starte, wie man sich in-game gegen den Sparky verhalten kann, fangen wir erstmal an, was die Vorteile und Nachteile des Sparkys sind. Viele Zuschauer hatten sich beschwert, dass der Sparky die stärkste Legendary Card überhaupt ist, dass man den nicht verteidigen kann, der hat viel zu viel Schaden und man kann nichts machen. Wenn man nicht weiß, wie man sich gegen den Sparky verhalten soll, kann einem das so vorkommen, als wäre der Sparky mega OP. Ganz klar, Vorteile vom Sparky sind, er hat extremst viel Schaden, den höchsten Schaden überhaupt im Spiel. Ein Schuss vom Sparky macht mehr Damage als die Rakete, das ist schon extremst. Und dieser Schuss, der Sparky abgibt, der ist nicht Single Target, also greift nicht nur ein Ziel an, sondern gleich viele, also macht Flächendamage. Das sind die Vorteile vom Sparky. Jetzt kommen wir zu dem Nachteil, da gibt es natürlich viel, viel mehr. Der Sparky ist ultra langsam, er hat total wenig HP, also man kann ihn schnell ausschalten, er greift nur Boden an. Man kann ihn ganz leicht distracten, sprich man setzt Skeletons ein oder irgendwelche billigen Einheiten und dann hat er seinen Schuss abgegeben. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, der Schuss vom Sparky muss 5 Sekunden lang aufladen und das ist in einem Spiel wie in Clash Royale schon eine ziemlich lange Zeit. Also 5 Sekunden, da kann viel passieren. Das ist auf jeden Fall der größte Nachteil des Sparkys. Ich habe ihn leider noch nicht freigeschaltet. Ich zeige euch aber gleich mal ein paar Gameplays, wie man den Sparky kontern kann. Okay, es gibt 5 Vorgehensweisen, 5 bis 6, wie man den Sparky kontern kann. Die erste ist, das was man am öftesten gegen den Sparky machen wird, man surroundet ihn mit Truppen. Also man umzingelt ihn mit Truppen. Das geht mit Barbaren, mit Kobolden, mit den Guards, mit Skeletons, mit allen möglichen Truppen. Ich zeige euch das mal hier, wenn man es nicht macht. Also die Barbaren kommt an den Sparky definitiv, aber wenn man die Barbaren so setzt, wie es oftmals auch meine Zuschauer falsch machen, dann kriegt der Sparky die Barbaren tot. Na, wo werden sie gesetzt? Da. Mit einem Schuss, die Barbaren sind tot. Also so kontern die Barbaren den Sparky definitiv nicht. Und dann kriegt der Sparky sogar noch einen weiteren Schuss auf den Turm. So funktioniert das Ganze nicht. Man kann genau mit den gleichen Karten, also der Gegner setzt wieder den Funky ein und ich setze diesmal die Barbaren. Diesmal setze ich jetzt aber allerdings die Barbaren genau auf den Funky drauf. Ich zeige das jetzt mal hier in halber Geschwindigkeit. Und jetzt seht ihr gleich, dass die Barbaren den Funky umzingeln. Jetzt sterben nur 2 Barbaren. Die anderen 2 Barbaren können jetzt den Funky schnell ausschalten. Er kriegt keinen Schuss auf den Tower. Und nicht nur das, meine 2 Barbaren überleben jetzt sogar noch und können als Tank benutzt werden. Ich hätte jetzt noch die Kobolde dahinter setzen können. Und dann wäre das alles gleich schon ein ziemlich guter Angriff geworden. Ja, so kann man den Sparky surrounden, umzingeln mit den Barbaren. Ich mache das jetzt nochmal ganz kurz als Beispiel mit den anderen Truppen. Der Gegner setzt wieder den Sparky ein. Diesmal setze ich die Kobolde, um den Sparky zu umzingeln. Nochmal wieder hier in halber Geschwindigkeit, damit ihr es genau seht. Ihr müsst am besten den Sparky immer kommen lassen und dass ihr ein Feld von der Brücke, vom Fluss entfernt, eure Einheiten genau auf den Sparky platziert. Es sterben jetzt nur 2 Kobolde und wieder kann der Sparky, braucht er mega lang, um aufzuladen und kann keinen zweiten Schuss am Tower landen. Er kann insgesamt keinen zweiten Schuss landen. Der Kobold tötet ihn vorher. Also, so kann man ihn auch auf jeden Fall gut, kontern ist ein geiler Elixir-Trade. Der Sparky kostet 6 Elixier, die Kobolde nur 2. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblings-Counter gegen den Sparky, die Skeletons. Die Skeletons können den Sparky wunderbar ausschalten, kosten nur 1 Elixier. Der Sparky kostet 6 Elixier, besser geht's nicht. Ich setze die Skeletons wieder ein, sie umzingeln den Sparky. Es sterben nur 2 Skelette, 2 bleiben übrig. Können jetzt hier ganz locker den Sparky ausschalten. Und das war jetzt hier ein Elixier Plus von 5 Elixier. Die Skelette überleben das Ganze sogar. Also das ist auf jeden Fall extremst krass. 5 Elixier ins Plus gekommen. Man setzt den Sparky zwar nie alleine ein, aber das ist so erstmal die Basis, auf der ihr aufbauen müsst, wenn ihr gegen den Sparky verteidigen wollt. Okay, das war die erste Art und Weise, wie man den Sparky countern kann. Also man muss ihn surrounden mit Truppen, umzingeln. Das funktioniert ganz gut. Die zweite Sache wäre, den Sparky zu stunnen. Sprich, das kann der Zap und der Freeze. Der Sparky muss insgesamt 5 Sekunden aufladen, damit er schießen kann. Und wenn ihr einen Zap oder einen Freeze auf den Sparky landet, dann wird der
der Charge, also das Aufladen resettet, wird wieder auf 0 gesetzt und er muss wieder 5 Sekunden aufladen. Ich zeige das Ganze jetzt hier mal nur mit einem Freeze-Spell. Ihr seht das, der Sparky hätte jetzt seinen Schuss ready und könnte den Tower angreifen. Ich freeze das Ganze jetzt, ihr seht's. Der Sparky verliert da seinen Strom, seinen Elektro, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Der Tower schießt die ganze Zeit, der Freeze-Spell hält zwar nicht mehr, aber ihr seht jetzt, der Sparky muss nochmal von vorne aufladen. Nochmal 5 Sekunden. Und in diesen 5 Sekunden kann der Tower relativ knapp noch den Sparky ausschalten. Also, Sparky kostet 6 Elixier, der Freeze-Spell nur 4 Elixier. Wieder ein positiver Elixir-Trade. Okay, der eine Stun funktioniert mit dem Freeze, der andere Stun funktioniert mit dem Zap. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, ich habe einen Mini-Packer eingesetzt, ich setze jetzt nicht den Zap ein, also so könnte man es falsch machen. Ich setze den Mini-Packer ein gegen den Sparky, ist vollkommen okay, man muss aber wissen, der Sparky one-shottet den Mini-Packer. Ich setze den Zap nicht ein, der Sparky kriegt einen Schuss raus und der Mini-Packer ist tot. Okay, und jetzt das Ganze nochmal mit einem richtig getimten Zap. Der Gegner setzt den Sparky ein, ich den Mini-Packer. Der Mini-Packer landet den ersten Hit, ihr seht, der Sparky lädt jetzt gerade auf. Ist jetzt voll aufgeladen, ihr seht das an diesen drei Elektro-Ringen. Ich zapp den Sparky, dadurch bekommt er keinen Schuss raus. Der Mini-Packer hat noch volles Leben, haut das zweite Mal zu und der Sparky ist kaputt. Und jetzt kann ich noch wunderbar den Mini-Packer in der Offensive einsetzen. Also so kann man den Zap benutzen, der resettet den Sparky wieder. Solltet ihr auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, dass das funktioniert, wenn ihr den Zap dabei habt. Okay, das waren jetzt die ersten zwei. Also, erster Tipp, den Sparky mit Truppen surrounden, umzingeln. Zweiter Tipp, einen Stun benutzen, falls ihr ihn dabei habt, sprich einen Freeze oder einen Zap. Dritter Tipp wäre, nutzt die Schilder, wenn ihr die Truppen dabei habt, vom Dark Prince oder von den Guards. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Es ist ja egal, wie viel Schaden der Dark Prince auf einmal bekommt, es ist einfach nur sein Schild weg und er behält ja Full Life. Also, ein sehr, sehr starker Konter. Ihr seht es jetzt hier, der Sparky schießt. Der Prinz hat immer noch Full Life, weil sein Schild beschützt ihn da in dieser Situation. Jetzt kann der Dark Prince hier den Sparky easy zerstören mit Hilfe des Towers und hat jetzt sogar noch volles Leben und kann in der Offensive noch eingesetzt werden. Also ein mega krasser Konter vom Sparky, der Dark Prince. Der Dark Prince ist ja nicht die einzige Truppe mit dem Schild. Die Guards haben genau das gleiche, sogar noch ein besserer Elixir Trade, kosten nur 3 Elixier. Der Sparky kommt, hat seinen Charge ready, ich setze die Guards ein. Ein einziger Guard verliert in diesem Fall nur sein Schild. Die anderen beiden Guards behalten ihr Schild noch und können jetzt den Sparky ausschalten. Und ihr könnt jetzt wunderbar die Guards noch in der Offensive verwenden. Also, die nächste Möglichkeit wäre dann, die Schilder der Truppen zu benutzen, um den Sparky zu kontern. Okay, kommen wir jetzt zum vierten Tipp, wie man den Sparky countern kann. Ist selbsterklärend, der Sparky kann ja nur Bodentruppen angreifen, deswegen benutzen wir einfach Lufttruppen. Ganz einfach, am besten eignen sich da die Minion-Horde, ihr könnt aber auch die drei Minions nehmen, den Baby-Dragon, alles mögliche, was Truppen angreift. Da seht ihr es, der Sparky hat keinen einzigen Hit rausbekommen, wie gesagt, der Sparky hat wenig HP, geht hier relativ schnell down von der Minion-Horde. Und jetzt könnt ihr die Minion-Horde noch wunderbar in der Offensive verwenden, keine Ahnung, ihr könnt jetzt irgendwie noch einen Hawk Rider, hättet ihr noch schnell davor packen können, oder einen Miner einsetzen, damit er das Ganze tankt. So kann man auch gegen den Sparky vorgehen. Okay, jetzt kommen wir schon zur fünften Tipps-Kategorie. Die Rakete. Die Rakete one-shottet den Sparky. Wenn ihr die Rakete dabei haben solltet, ich habe sie in kein Deck integriert, könnt ihr das wunderbar benutzen. Oftmals wird der Sparky noch in Kombination mit Barbaren gesetzt. Ihr kennt das Ganze ja. Meistens ist dahinter dann noch ein Magier, falls man dann eine Minion-Horde einsetzt, dass er gegen die Lufteinheiten verteidigen kann. Und ihr seht es jetzt hier. Die Rakete wird mit dem Ganzen leicht fertig. Also, da ist alles tot. Wenn man so eine Rakete landet, freut man sich natürlich. So kann man den Sparky auch countern. Hier jetzt nochmal so einen kleinen Zusatztipp. Viele von euch spielen ja das Hovamu-Deck. Hatte ich auch schon mal auf meinem Channel vorgestellt. Also das Hawk-Valkyrie-Musketeer-Deck wird zurzeit am öftesten überhaupt in den Top 200 der Welt gespielt. Also es ist das Deck, was zurzeit jeder spielt. Und da habt ihr natürlich die Valkyrie, also die Valkyrie und den Freeze-Spell dabei. Das ist überhaupt immer die geilste Verteidigung überhaupt, die man setzen kann. Ich zeige es jetzt hier nochmal in halber Geschwindigkeit, weil das so gut aussieht. Ein Freeze-Spell und die Valkyrie dazu, ein Quick-Drop, beides gleichzeitig gesetzt. Die Valkyrie dreht sich hier durch.
Da stirbt einfach alles. Was hat der Gegner jetzt eingesetzt hier? 5, 6 und 5 Elixier. Und ich kann das ganze kontern mit einer Valkyrie und einem Freespell. Also ein extremst krasser, positiver Elixir-Trade. Und die Valkyrie geht sogar aus dem Ganzen noch fast mit Full Life raus. Also immer eine sehr, sehr, sehr starke Verteidigung gegen Bodentruppen. Valkyrie, Frostzauber-Kombination. Solltet ihr auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr eine Variation dieses Decks spielt und die Karten dabei habt. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Tipp 1, den Sparky umzingeln mit Truppen. Tipp 2, den Sparky stunnen mit einem Zap oder einem Freeze. Tipp 3, nutzt die Schilder der Truppen, wenn sie eins haben, sprich Dark Prince und den Guards. Tipp 4, benutzt Lufteinheiten. Und Tipp Nummer 5, benutzt die Rakete, falls ihr sie am Start habt. Das sind die 5 Tipps, wie man gegen den Sparky spielen kann. Und ich finde, damit ist es relativ machbar. Also ich habe überhaupt keine Probleme gegen den Sparky. Wenn ihr natürlich keinen Stun dabei habt, kein Schild dabei habt, keine Lufttruppen dabei habt und keine Rakete dabei habt, wie zum Beispiel Low Elixir Cost Deck, das müsstet ihr ja auch alle schon von mir kennen, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn ihr wisst, wie ihr den Sparky surrounden könnt, sprich mit Truppen umzingeln könnt, dann solltet ihr da auch kein Problem haben. Okay, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Tipp ihr gut fandet, welchen nicht. Und ob ihr den Sparky immer noch so OP findet. Es haben ja echt mega viele geschrieben, dass das mit Abstand die stärkste Karte im Spiel ist, die stärkste Legendary Card überhaupt. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen gegen den Sparky. Und wir sehen uns im nächsten Video. Alles klar, Leute. Haut rein.